Dass GTA 6 gut sein wird, wissen wir alle. Und dass die KI in GTA 6 eine wichtige Rolle einnehmen wird, wissen wir auch alle. Zudem wissen wir auch alle, dass Rockstar Games, besser gesagt Take-Two, verschiedene Patente angemeldet hat, die für GTA 6 interessant sein werden. Und auf diese Patente gehen wir ganz genau ein. Im letzten Video habe ich oberflächlich angekratzt, was wir in GTA 6 sehen werden. Nun wollen wir es detailliert besprechen, welche Patente und was das für GTA 6 für eine Bedeutung haben wird. Das alles hier in diesem Video. Und es wird definitiv sehr spannend, Leute. Ich bin schon sehr heiß und bin schon sehr gespannt, was Rockstar Games mit GTA 6 auf die Beine stellen wird. Ich denke, wir sind uns gar nicht bewusst, was für eine Revolution, was für ein Spiel auf uns zukommen wird. Das alles und mehr hast du in diesem GTA 6 Video. Und wenn du keine weiteren GTA 6 News mehr verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Hier bist du immer auf dem neuesten Stand. Zudem gib mir ein Like und kommentier das Video hier. Das würde mich sehr supporten. Deine Meinung ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ich lese mir hier wirklich alles durch. Deswegen starten wir mal sofort mit diesem GTA 6 Video. In einer meiner letzten Videos habe ich eine neue Richtlinie von Rockstar Games erwähnt. Und zwar Auto-Generated KI. Das heißt, die Online-Server von Rockstar Games werden jetzt dafür sorgen, dass ihr autogenerierte Spieler bekommen werdet, also NPCs, die sich verhalten und spielen wie echte Spieler, sobald ihr keine Online-Spiele habt. Es soll dafür sorgen, dass die Spielwelt immer lebendiger aussieht und dass die Spielwelt ein Gefühl vermittelt, immer voll zu sein. Ihr wisst ganz genau, dass in GTA Online immer wieder die Probleme auftreten, dass kaum Spieler in der Lobby sind, beziehungsweise dass die Spieler immer sich auf einem Standort aufhalten. In Sandy Shores beispielsweise chillt keiner. Alle chillen Los Santos. Generell ist die Spielwelt in dem Online-Modus sehr, sehr leblos. Im Singleplayer scheint die Welt viel lebendiger zu sein. Und genau an diesem Punkt will Rockstar Games arbeiten und hier gibt es auf jeden Fall ein Patent und das, was Rockstar Games einführen wird. Auf Reddit gibt es einen ausführlichen Post darüber, das schauen wir uns genau an. Hier heißt es Session Management Patent. Ich werde es euch nicht alles vorlesen, ich werde es mit meinen eigenen Wörtern erklären, so einfach wie möglich. Dass in Online-Sitzungen Leistungsprobleme auftreten, wissen wir alle. In der Vergangenheit konnte dieses Problem auf zwei Arten behoben werden. Entweder durch Verringern der Spielerzahlen oder durch Verringern der Details der Spielwelt und genau das hat Rockstar Games gemacht. Wir hatten zum Beispiel gar keine Tiere im Online-Modus, was wir im Singleplayer hatten. Und jetzt auf der PS5 zum Beispiel haben sie die Spielwelt, besser gesagt die Tiere, auch hinzugefügt, um die Spielwelt lebendiger zu gestalten. Um die Details und die Spielerzahl auf den neuesten Stand zu halten, hat Rockstar eine neue Technologie erfunden, die die Spielwelt in mehrere Abschnitte aufteilt. Jeder Abschnitt ist eine separate Sitzung und die Durchquerung verschiedener Kartenabschnitte erfolgt nahtlos. Auch Spieler aus verschiedenen Kartenabschnitten können nahtlos miteinander verbunden werden. Ganz einfaches Beispiel. Wir nehmen hier mal die GTA 5 Karte. Wir unterteilen diese Karte mal in drei Abschnitte. Abschnitt Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Das heißt, auf der GTA 5 Map haben wir drei Abschnitte, also drei Sitzungen. Pro Sitzung gehen wir davon aus, dass Rockstar Games ermöglichen wird, 30 Spieler darzustellen. Das heißt, in einer Sitzung können wir 30 Spieler sein, also in einer Lobby sind 30 Spieler. Wenn ihr zum Beispiel ganz oben seid, seid ihr in einer Lobby mit 30 Spielern, die sich auch im selben Moment in der oberen Spalte sich aufhalten. Solltet ihr von der Spalte 1 in Spalte 2 wandern, kommt ihr im Hintergrund in eine andere Lobby, aber ihr merkt das nicht. Es ist so für euch ganz normal, als würdet ihr quasi rumfahren, aber die Server generieren eine andere Lobby und ihr kommt in eine andere Lobby mit anderen Spielern in dieser Sitzung, also in Sitzung 2 mit weiteren 30 Spielern, die sich auch zum selben Moment in diesem Bereich sich aufhalten. Dadurch entsteht die Illusion, dass die Spielwelt insgesamt mit mehr Spielern bevölkert ist und dass jede Sitzung mal voll besetzt sei. Und genau diese Technologie wurde bereits in Red Dead Online verwendet. Das heißt, dass es nicht völlig neu ist, aber in GTA 6 wird es definitiv noch mehr erweitert. Somit habt ihr das Gefühl, dass die Spielwelt von GTA 6 immer sehr gut befüllt ist, egal wo ihr seid. Und diese Leere in GTA 5 wird nicht mehr stattfinden. Das heißt, wenn ihr in Sandy Shores unterwegs seid, werden da genauso viele Leute sein wie in Los Santos in der Innenstadt. Die komplette Map wird mehr befüllt sein. Und genau das könnt ihr in GTA 6 erwarten, meine Freunde. Weiteren Kontext erwähnt er auch, dass die NPCs viel realistischer sein werden. Und das wissen wir alle, dass die NPCs eine begrenzte Intelligenz haben, zum Beispiel in GTA 5. Aber in GTA 6 wurden sie noch mehr ausgebaut.
Das heißt, NPCs können jetzt Faktoren wie den Verkehr berücksichtigen und den Spurwechsel beim Parken von Autos, die Erwartung einer Straßenausfahrt, die Wetterbedingungen und dergleichen. Das heißt, wenn es regnet, wissen die NPCs Bescheid und fahren dementsprechend langsamer. Zudem werden die Anzahl der NPCs erhöht und wir werden auf jeden Fall auf den Straßen viel mehr Autos haben. Es könnte also auch dazu führen, dass wir auf den Autobahnen Stau haben werden durch die erhöhte Anzahl von NPCs. Das sorgt auf jeden Fall für ein besseres und realistisches Verkehrssystem. Zudem hat Rockstar Games auch ein Patent angemeldet, ein System und eine Methode zur Verwaltung von Transaktionen in einer Multiplayer-Netzwerkspielumgebung. Natürlich, Ingame-Käufe werden in GTA 6 eine wichtige Rolle spielen und genau deswegen hat Take-Two hier auch ein Patent angemeldet, um dies einfach flüssig ablaufen zu lassen, damit keine fehlgeschlagenen Synchronisationen oder Transaktionsfehler auftreten. Zudem soll es so sein, dass Rockstar Games daran gearbeitet hat, dass die Updates viel flüssiger laufen werden und ihr teilweise keine Aktualisierungen mehr durchführen müsst. Es wird alles systembasierend im Hintergrund passieren. Das heißt, im besten Falle, wenn ein GTA 6 Online-Update kommt, könnt ihr einfach spielen, ohne etwas groß runterladen zu müssen, da dies systembasiert funktionieren wird. Was auch sehr interessant ist, ist, dass Rockstar Games ein System und eine Methode patentieren lassen hat zur virtuellen Charakterbewegung. Normalerweise erfordert jede einzelne Bewegung, gehen, über einen Hügel gehen, auf Treppen gehen, unterschiedliche Animationsgeschwindigkeiten und Richtungen. Und jede Animation benötigt einen Animationsbaum, das heißt, der Aufwand für Entwickler ist hier wirklich sehr hoch. Aber aus diesem Grund hat Rockstar Games ein neues System erfunden und patentieren lassen, das darauf abzielt, die Probleme traditioneller Animationssysteme zu beheben. Rockstar Games hat eine Bibliothek mit kleinen Bausteinen für Charakterbewegungen erstellt. Diese Blöcke können auf verschiedene Arten kombiniert werden, um vielfältige Animationen zu erstellen. Denk mal zum Beispiel an einen Charakter im Spiel, der im Regen läuft, sich müde fühlt oder sich verletzt fühlt. Besser gesagt, verletzt läuft. Anstatt für jedes dieser Situationen separate Animationen zu entwerfen, verwenden sie diese Bausteine, um die Bewegung der Figuren auf natürlicher Weise zusammenzusetzen. Darüber hinaus können bestimmte Animationen von NPCs Animationen anderer NPCs auslösen. Mit anderen Worten, NPCs wissen, was andere NPCs tun und können dynamisch darauf reagieren. Das ist ja mal richtig geil. Auch zu der Grafik gibt es neue Patente. Und zwar hat Rockstar Games ein neues Grafik-Rendering-System erfunden und patentieren lassen, die darauf abzielt, einige der Probleme herkömmlicher Grafik-Rendering-Systeme zu beheben, um die Grafikwiedergabe effizienter zu gestalten. Das heißt, wir werden zum Beispiel ein dynamisches Geländesystem bekommen. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall die Wände verformen oder wenn ihr zum Beispiel auf ein Geländer geht, mit einem Auto gegenknallt, wird es auf jeden Fall für visuelle Verformungen sorgen. Spieler, NPCs, Fahrzeuge, Objekte und Explosionen können das Gelände beeinflussen. Zum Beispiel das Hinterlassen von Fußabdrücken oder Fahrzeugspuren im Sand, was im Trailer zu sehen war. Auch Explosionen, Leute, hinterlassen Krater im Gelände. Wow, das heißt, stellt euch mal vor, ein Auto explodiert und ihr werdet Krater an verschiedenen Gebäuden sehen. Es ist auch möglich, dass bestimmte Geländeveränderungen mit der Zeit verschwinden, zum Beispiel Fußabdrücke und Spuren im Schlamm oder Fußabdrücke im Schnee. Aber kurz zu der Frage, was bedeutet eigentlich Gelände? Das heißt, schlammiges Gelände, sandiger Boden, ein Boden, was viel Gras hat, zum Beispiel Schnee etc. Leute, ihr wisst gar nicht, was da auf uns zukommen wird in puncto Grafik, Animationen, Texturen, Lichtverhältnisse, Audio, alles wird auf ein neues Level gehoben. Es wird sowas von geil, wie im Singleplayer, aber auch genauso im Multiplayer. Uns erwartet ein richtig krasses Spiel. Hier bin ich sehr auf deine Meinung gespannt, was du dazu sagen willst. Ich bin sowas von geschockt, nachdem ich diese Patente mir wirklich durchgelesen habe. Ich bin einfach Knockout, meine Freunde. Deine Meinung in den Kommentaren. Lass es mich definitiv wissen. Rockstar Games, ihr seid richtig geile Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren, liken für mehr GTA 6 News. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Schauen. Tschüss.